Hallöchen und herzlich zurück bei Heart of Evil. Wir sind jetzt hier im allerschlimmsten Teil des Spiels, wahrscheinlich. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Vieles anscheinend. Das ist abgeschlossen, der Weg. Hier geht's wahrscheinlich einmal rum und hier, also es ist recht weitläufig hier, das Spiel. Das ist, gefällt mir aber auch. Einerseits. Gucken wir erstmal hier. Nein! Das ist bestimmt nicht gut. Ich habe kein gutes Gefühl. Ist es jetzt echt oder nicht? Das würde ich jetzt ganz gerne wissen. Also hier wird ganz sicher nichts echt sein. Hier wird nur dieser Schlüssel echt sein. Storage Key. Na auch. Na dann mal los. Entschuldigt mich, wenn ich vielleicht ein bisschen ruhiger bin, aber... ich hoffe, das kann man nachvollziehen. Das ist ein bisschen creepy schon hier. Ach du Scheiße. Was zum? Okay. Leere Notiz, verbuggt. Wird ja immer besser hier. Lock in very poor condition, it seems. Mhm. Per Hand. Ja, aber ich muss es ja nicht per Hand. Ach nee, warte, dafür? Wieso geht der Scheißhammer dafür nicht? Ach, weiß was, leck mich. Geh mich hier lang. Hier ist bestimmt eh alles viel cooler. Hier ist abgeschlossen. Aber der Schlüssel funktioniert, wie schön. Und jetzt sind wir wieder in einem Lagerraum. Der Schlüssel ist weg, aber hier wird es irgendwas geben, das weiß ich. Wie zum Beispiel ein Dolch. Wow. Ja, das sollte mich erschrecken, aber hat's nicht. Aber finde ich gut. Jetzt wird mich ein Monster kommen, ich sag's euch. Na? Schreit doch nicht rum. Meine Güte. Also das Theater hier ist gefühlsecht. Oh. Da rennt einfach jemand rum. Ich glaub's nicht. Dolch, vielleicht mit einem... Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ich hoffe mal, na, dass hier, na... Wood... Hoffe, dass das Viech ist hier nirgendwo mehr, na... Okay, wir sind jetzt hier in der Mitte. Jetzt gehen wir mal den mittleren Gang hier durch. Oha. Alter. Was läuft denn hier ab? Da will ich nicht rein, muss ich sagen, ne? Wir haben kaum Öl noch, da müssen wir jetzt leider so durch.
Aber hier ist eh nichts in dem Raum. Hier der Raum ist ziemlich sinnlos. Also doch sinnvoll schon, weil creepy und alles und toll und Treppe. Gucken wir uns später an, ne? Who did IT with bars? Oh. Oh, oh, oh. Alter! Dreht ihr durch hier? Was zum Teufel geht hier ab? Einfach nur noch. Also wir werden noch Bekanntschaft machen, ne? Ein paar Leuten bestimmt hier. Hammern wir drauf. Wieso, den Hammer konnte ich bis jetzt auch noch für nichts benutzen. Wow, habe ich das gut hinbekommen. Gucken wir hier noch mal. Ach, hier gerade ging es ja so, genau. Hehehe. Das war ja dieses Schloss, wo es hieß, ich kann das per Hand entfernen. Ah ne, hier waren wir gerade vorhin. Das weiß ich. Ganz sicher. Ich glaube, er konnte es auch mal per Hand entfernen, aber jetzt nicht mehr. Naja gut, ich hoffe, da müssen wir auch nicht lang. Wir benutzen mal jetzt hier diese mittlere Treppe. Buh, also wir wollen jetzt jemanden erschrecken. Buh! Ja, es ist schön hier. Zundis! Ich rette euch. Ich werde euer neuer Eigentümer sein. Hä? Es war ziemlich hell hier, aber keine Lampen sind an. What the? Here. Girl, here, I must help her. Ja, das war der falsche Weg, ich weiß. Die haben nur so getan, als wäre es der falsche Weg. Hahaha. Also, der wollte uns sagen, hier sollten wir nicht lang gehen, hier wäre es nicht sehr schön. Lang zu gehen. Darum werde ich jetzt auch hier diese Tür benutzen, weil hier einfach, weil ich es kann. Also wer in so einer Zelle hier lebt, der hat es echt unschön, muss ich sagen. Na, ist hier jemand? Zundis, ich hier, auch ich werde, auch ihr werdet neu mein Eigentum sein. So. Wie viel habe ich jetzt? 14 wieder, okay. Oh, so müssen wir mal hier durch, ne? Hallo, kann ich das nicht anmachen? Nö. Die sind doof. Kann ich hier jetzt endlich mal mit dem Hammer? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich das können? Hä? Hier kann ich nicht lang. Ich kann hier nicht gehen. Das ist eine unsichtbare Mauer hier. Ich muss also einmal hier rum oder was? Ich hab nix. Ich hab keinen Schlüssel. Ich hab gar nix. Hier ist wieder so ein Raum. Genau, da waren wir schon. Ach, hier vielleicht auch mal weitergehen, ne? Ja, wäre auch nicht schlecht. Ich bin ja echt super. Aber hier sind auch keine Sachen. Die kann man sich nur verstecken, wenn es sein hart auf hart kommt. Schrei doch mir doch nicht ins Ohr, du Scheißviech.
Die Tür kippt einfach um. Die Tür kippt einfach um, ich glaub's einfach nicht. Oha. Ein Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Prison Key. Hilft mir das? Weiß ich nicht. Jedenfalls hier Öl und Zunderbüchsen. Vor allen Dingen den ersteren habe ich mich sehr gerade gefreut. Und Laudanum haben wir auch mal. Mensch, Prison Key, so. Wir benutzen natürlich mal gleich den Gefängnisschlüssel, aber erstmal rücken wir hier rein. Licht und dann gucken wir hier in diesen Kabuff. Hier wird bestimmt gleich ein Monster kommen und darum ist hier entweder hier so ein Raum oder ein anderer Raum. Schrank, ja genau. Du bist schon vorbereitet. Denn ich glaube, jetzt wird gleich was passieren. Uiuiui, oh, jetzt geht's nach oben. Oha. Hol, aha, da kommen wir also wieder zurück. Ah, ja. Damn, though, it's locked. I must find another way. Und was ist, wenn wir das hier besser nutzen? Nein, natürlich nicht. Renn einfach zurück. Ich hoffe, das Viech rennt hier gerade nicht rum. Naja, wir haben immerhin einen Schlüssel, ne? Das ist ja auch schon mal vieles wert. Also hier oben müssen wir den Schlüssel einfach benutzen können, sonst haben wir ein dickes Problem. Wieso kann ich eigentlich nicht hier aber lang weitergehen? Es geht einfach nicht. Ich muss hier einmal rum. Ja, Öl sollten wir... Ach nee, haben wir ja noch ein bisschen. Ne, das ist gut. Trotzdem sollten wir damit sparsam umgehen. Wäre schon schön. Waren wir hier schon drin? Ne, das war abgeschlossen. Es geht. Wie schön. So. Licht anmachen. Los, Licht anmachen. Hier kann man sich auch im Notfall verstecken, wenn das sein muss. Oh. Without a seminar, you cannot open the crypt. Wir haben aber ein Dingens. Jetzt kommt wirklich, jetzt kommt der Titel des Spiels. Also wir haben ein Zeremoniemesser und... Yes, I feel my body print. Ausschlitzen. Finally I live. Wow, du lebst. Genau, jetzt tut dein Part oder du stirbst. Aha. Oh ja, kein Wunder. Also unser Schwert kriegen wir wieder und das Buch dürfen wir auf gar keinen Fall werfen. But now you cannot. Du Drecksack! Gibt's mehrere Enden vielleicht? Das probiere ich gleich nochmal aus. So, da sind wir wieder.
Und wir sind jetzt wieder bei dem Part, wo man das Buch werfen muss. Jetzt werfe ich das Buch ins Portal. No! Und was passiert? Wir sind trotzdem gestorben. Das war das zweite Ende von Heart of Evil. Ich hoffe, euch hat die Custom Story gefallen und wir sind in beiden Fällen gestorben. Das ist also nur schlechte Enden gab es hier. Das ist natürlich schade, aber was soll man anderes tun, ne? Pff. Gut. Wir werden einfach... Ja, ich habe jetzt erstmal genug aufgenommen heute. Ich habe heute 3 Custom Stories aufgenommen. Natürlich, wenn ihr das guckt, wird es wahrscheinlich als letztes von allen hochgeladen sein. Ich denke mal, so wird das ablaufen. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Spiel, in irgendeinem Video. Tschüssi.